Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr Blitz schnell euren Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Realidad, ich grüße dich. Du möchtest eine schöne, harmonische Beziehung leben und er soll auch treu sein. Und das klären wir. Hast du diese Chance? Geht er fremd oder steht hinter dir? Wie sollst du damit umgehen? Wie sollst du dich verhalten? Und das klären wir bei diesem Legung. Deine jetzige Situation beschreibt diese Karte. Es gibt einen Mann in dein Leben und du kennst ihn. Und dieser Mann kehrt zurück. Damit kannst du Monat Dezember schon rechnen. Dieser Mann übergibt diese Kelch und diese Kelch symbolisiert seinen Gefühlen. Er kehrt zurück, weil er dich liebt, weil er Interesse an dir hat. Und er nimmt seinen Gefühlen wahr und das zeigt er auch. Kommt ihr zusammen? Das zeigt hier dieses Bild. Die Feuerelement zeigt erstmal die Leidenschaft. Halte das bisschen zurück und komm eher auf eine Warteposition, bis das eine feste Beziehung wird. Bis du selbst auch dieses Gefühl hast, wird dauern. Also nichts überstürzen. Auch wenn du diese Leidenschaft verspürst, bleib eher zurückhaltend und beobachte erstmal die Geschehen. Gibt es etwas, was er an dir nicht mag? Das ist diese Zurückhaltung. Es ist auch eine zurückhaltende Position, aber fühlt sich anderes an. Das ist der Rückzug und das mag er nicht. Hier ist zwar eine Haltung, wo du zurückhaltend bist, bist eher im Hintergrund und beobachtest die Geschehen, aber die Feuerelement zeigt doch eine gewisse Bewegung. Und das heißt, schon diese Begeisterung zeigen, aber wenn das um Intimität geht, dann halte dich davon erstmal zurück. Gibt es etwas, was er an dir liebt? Er liebt diese Sinnlichkeit und entweder diese schöne romantische Momente oder er liebt diese Öffentlichkeit, diese Darstellung und eine schöne Umgebung, das genießt er auf jeden Fall. Ist er eifersüchtig auf dich? Diese Karte zeigt, wenn du zu viel Aufmerksamkeit und Lob und Kompliment bekommst, besonders in Öffentlichkeit, in Gesellschaft oder im beruflichen Umfeld oder wenn dieser Mann einen guten Beruf hat und wohlhabend ist, dann wird er unsicher sein, dann wird er auch eifersüchtig sein. Was möchtest du verbessern oder welche Erwartungen hast du? Die Zahl 2 bedeutet Zweisamkeit. Das ist dein Wunsch. Diese Münzen symbolisieren zwar die Finanzen und auch die berufliche Situation, aber bedeutet auch Werte und Wertschätzung. Das sind deine Wünsche. Die Zweisamkeit genießen, Wertschätzung bekommen, Sicherheit und Stabilität und auch Taten, weil die Münzen stehen in Verbindung zum Erdeelement und das bedeutet auch Taten.
und dass diese Hektik, dieser Chaos endlich aufhört. Seine jetzige momentane Situation beschreibt dieses Bild. Er ist momentan so im Stillstand. Er ist unbeweglich. Er schaut etwas genau an. Und das sind die Münzen. Das ist seine finanzielle Situation, indirekt seine berufliche Situation, aber auch die Werte. Er schaut es genau an, was er zum Bieten hat. Und er steht zu diesen Werten. Liebt er dich? Die Antwort gibt dieses Bild. Entweder lässt dich warten mit dem Hoffnung, dass du die Sehnsüchte verspürst und du vermisst ihn. Oder was ich eher beschreiben würde, er hat diese Haltung. Er hat diese Sehnsucht nach dir. Wenn das so ist, dann liebt er dich auch. Spielt eine andere Frau eine Rolle? In dieser Richtung hat er sich was bewegt, aber das ist Vergangenheit und er schließt damit ab. Was könnte diese Karte bedeuten? Ob du eifersüchtig bist. Eifersucht bedeutet mit Eifer etwas suchen, was wir gar nicht brauchen, weil wir müssen uns nicht mit anderen vergleichen. Wenn du dieses Gefühl verspürst, weil es kommt immer wieder solche Momente, das hält dich gefangen, wie im Labyrinth. Lass das bitte nicht zu, sondern leb die Gegenwart, leb diese Augenblicke. Nicht viel nachdenken, was war in Vergangenheit oder was kommt in Zukunft, sondern diese Leidenschaft leben, das zeigt hier die Feuerelement, aber bei dieser Begrüßung nicht sofort, lass ihm warten. Eure Zukunft zeigt sich hier sehr viel Leidenschaft, eine Versöhnung, ein baldiges Treffen ist sichtbar. Ich befrage mein Pendel. Ist er treu? Ja, nein oder vielleicht? Ich meine, wenn ihr zusammenkommt, wie wird das in Zukunft sein? Ist er treu? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet, du kannst ihm vertrauen, er geht nicht fremd. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet, ja, er neigt dazu, fremd zu gehen. Wenn die Pendel stehen bleibt, das ist so solala. Vielleicht ist doch gar nicht er der Richtige, sondern lassen wir das offen. Wir sollen diese Frage momentan nicht stellen. Ist er treu? Ja, nein oder vielleicht? Die Antwort ist, und es betrifft die Zukunft, ja, er ist treu. Liebe Rialeda, so könnte ich diese Situation beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici.